Ja, wir müssen nochmal über Mailänder-Armbänder sprechen. Ja, man sieht es ja schon, ich habe ein paar mitgebracht hier. Wir haben hier ja neulich schon die Review zum neuen Titan-Armband von Apple gemacht, dem hier mit der lustigen Schließe, wo ich mich inzwischen auch dran gewöhnt habe. Ich habe mich sogar so dran gewöhnt, dass ich mir privat das hier gekauft habe, die helle Variante davon. Also, das hat mir Apple zum Test geschickt und das hier habe ich mir privat gekauft. Ja, ich habe es ja auf allen möglichen Social Medias habe ich geschrieben, dass, weil die Wartefristen ja so horrend lang sind, habe ich, als ich es auf Amazon entdeckt habe, habe ich geschrieben, wer eins will, unbedingt bestellen, weil Amazon hat offensichtlich eine ganze Kiste von bekommen und kaum hatte ich es gepostet, schwupps, waren sie dann auch schon wieder ausverkauft. Haben mir viele Leute schon geschrieben, danke für den Tipp. Ja, das ist hin und wieder der Geheimtrick. Apple-Produkte, die sehr gefragt sind, da zu kaufen, wo sie die wirklichen Insider eigentlich nicht kaufen. Darum hat es dann doch geklappt. Ja, so schaut jetzt das Helle an der Ultra aus. Und bevor jemand fragt, ich trage es in der Größe, wo steht die Größe da eigentlich? Da, Loop M ist es. Ist das M? Es gab, bei Amazon gab es auch noch ein L. Ich habe mir kurz überlegt, ob nicht vielleicht L sogar vernünftiger gewesen wäre, weil dann wäre die Schließe nicht ganz da unten, sondern eher vermutlich irgendwo da gewesen. Aber ich habe mich völlig an die M-Größe gewöhnt und ich trage sie sehr, sehr gerne. Das Einzige, was im Alltag wirklich nicht besser geworden ist, damit das Öffnen, das kann ich inzwischen sehr gut. Was so ein bisschen Zufall ist, ist, wie gut man es verstellen kann. Größer machen geht gut, enger machen ist immer so ein bisschen, ja, ihr seht es jetzt wieder, da fehlt mir noch so ein richtig guter Trick. Dafür muss man da den Finger drunter halten. Ja, ihr seht es, enger machen finde ich schwierig, aber das macht gar nichts, weil wir müssen sie jetzt eh abnehmen. Enger machen finde ich nicht so ideal gelöst. Das ist ja mit der Grund, warum ich das normale Mailänder-Armband so wahnsinnig gerne mag mit den Magneten. Da kann man es einfach hin und her schieben, wie man es gerne hätte. Das ist der große, große Vorteil des Mailänder-Armbands mit Magnet, wo wir ja schon oft drüber gesprochen haben. Aber ich wurde auch gefragt, wie schaut denn das dunkle Mailänder an der dunklen Apple Watch 10 aus? Das schaut so aus. Das ist diese Kombi hier. Die trage ich sehr, sehr gerne, ehrlich gesagt, weil ich fand die Apple Watch 10 anfangs ein bisschen zu groß und mit dem neuen Titan Mailänder Armband wirkt sie nicht mehr so groß und wuchtig. Also das ist wirklich eine ganz tolle Kombination. Aber ich muss sagen, also ich bin und bleibe ein Fan der hellen Apple Watches und darum ist jetzt auch das wieder meine Haupt-Apple Watch, die Ultra 2 halt vom letzten Jahr, das ist einfach jetzt mit dem neuen Armband. Ich finde, das Armband passt sehr, sehr gut dazu, gibt der Uhr aber schon einen anderen Look. Also das ist mir wirklich immer wieder aufgefallen, jetzt wo ich bei der dunklen dachte ich, es liegt daran, dass die Uhr einfach dunkel ist. Aber bei der hellen ist mir jetzt aufgefallen, als habe ich natürlich das Band verschoben. Bei der hellen ist es mir schon aufgefallen, dass es, weil das Band ein bisschen wuchtiger ist, wirkt die Uhr dann gar nicht mehr ganz so wuchtig oder vielleicht doch ein bisschen wuchtiger. Also ich bin mir noch so ein bisschen unentschlossen, wie es den Look der Apple Watch Ultra verändert, dieses Armband. Aber ich habe ja versprochen, wir schauen auch noch die anderen Mailänder Armbänder an. Weil das ist ja meine eigentliche Lieblingskombination. Ich habe mir ja als erstes sofort das hier gekauft, das Natur Stahl Mailänder Armband. Das da hier, da haben wir schon ausführlich einen Vergleich dazu gemacht. Das ist mein altes Silber, das ist das neue Natur. Und weil ich es damals im Video erwähnt habe, als die Verpackung kam und weil es hin und wieder so ein bisschen goldig schimmert, auch das Natur Stahl Mailänder Armband, habe ich noch das hier mitgebracht. Das war das Gold Mailänder Armband der Series 6. Das war so ein Gelbgold. Die Series 4 hatte so ein Rosé-Gold. Danach kam mit der Series 6 ein Gelbgold. Es ist schon was anderes. Also wenn wir jetzt da noch das tatsächliche Produkt daneben halten, ja, ich würde sagen, die Wahrheit liegt so ein bisschen dazwischen. Ich finde die Abbildung da nicht ganz so gelungen. Das ist übrigens lustig, hier funkelt es auch so ein bisschen. Sieht auch so ein Hauch von Starlight oder Gold hat, was das fertige Produkt dann nicht hat. Also das Gold können wir schon mal wieder weglegen. Aber wir können auch das nochmal montieren, dann können wir vergleichen. Jetzt muss ich mich konzentrieren, dass ich es richtig rum mache. Ich habe es ein bisschen schluffig in die Tasche geworfen. So, da.
Was halt wirklich der allergrößte Vorteil dieser Armbänder ist, sie sind einfach so. Schon haben wir es. Sie sind sehr, sehr einfach zu bedienen. Man schiebt es einfach hin und her, wie man es gerne hätte und kann es nach Lust und Laune einstellen. Man kann auch, wenn man gelangweilt ist, da ein bisschen daran rumflippen am Magnet. Und hier vorne fällt es einfach sehr viel gerader weg. Das lässt die Uhr kleiner erscheinen, als sie ist. Oder nicht so wuchtig, weil beim anderen hat es ja diesen größeren Radius, weil es halt eben viel, viel größere Glieder drin hat. Darum dreht sie ja nur so. Ich muss sagen, diese Kombination hier gefällt mir schon auch immer noch sehr, sehr gut. Auch wenn es hier natürlich nicht ganz stimmt, weil es hier ja poliert ist und hier ist es sandgestrahlt, mehr oder weniger. Aber es ist einfach, ja, weil man es so einfach bedienen kann und nicht drauf achten muss, ist es schon auch eine sehr, sehr gute Kombi. Was wir auch noch diskutiert haben im letzten Video, ist mir ja aufgefallen, dass die Dinger ausschlaufen können. Da habe ich ganz, ganz viele unterschiedliche Zuschriften dazu bekommen. Das Problem ist folgendes, wenn man nicht aufpasst, schwupps, ist es draußen. Ja. Bei meinem ersten Mailänder-Armband war das nicht der Fall. Habe ich schon gesagt, Apple hat da irgendwie was gespart oder geknausert. Wo haben wir es so rum? Das ist das von der Series 3 damals. Das kriege ich hier wirklich nicht runter. Auch nicht mit Würgen. Das hält wirklich bombig. Darum fand ich das immer so schlau. Da kann dir die Uhr nicht abfallen, selbst wenn der Magnet mal aufspickt. Da habe ich auf jeden Fall ganz viele unterschiedliche Zuschriften bekommen. Manche Leute haben gemeint, sie hätten schon ganz alte, wo es auch ausfällen könne. Andere haben geschrieben, sie hätten solche, wo es nicht ausfällen könne. Also ich weiß wirklich nicht. Hat da Apple so große Toleranzen oder sind wir da was Größerem auf der Spur? Also falls ihr da auch noch Inputs dazu habt, immer her damit. Aber ich bin da immer noch sehr, sehr unsicher, was jetzt da wirklich Sache ist. Nun, was ich noch mitgebracht habe. Oh, das habe ich auch noch versprochen. Das dunkle Mailänder-Armband an der Series 10 schnell zu zeigen. Das machen wir auch noch schnell. Klemmt es jetzt hier? Ja. So. Aber jetzt haben wir es. Diese Kombi ist noch gewünscht worden. Habe ich die nicht rumgezeigt? Ich dachte, ich hätte die auch rumgezeigt. Ups. So, da. Das ist die Kombi hier. Das Stahl-Mailänder-Armband mit der Series 10 in Dunkeltitan. Das ist nicht Jet Black. Ich habe übrigens noch eine interessante Zuschrift auch noch bekommen, weil wir haben ja darüber spekuliert, was es jetzt bedeutet, dass die Rückseite der Apple Watches wieder aus Metall ist. Das ist jetzt Metall, nicht mehr Keramik. Da hat mir jemand geschrieben, er habe sich die Jet Black aus Alu gekauft und die hätte ihm am Arm geschmerzt. Danach habe er sich die Titan, also genau dieses Modell hier, gekauft und das könne er problemlos tragen. Also da bin ich wirklich sehr gespannt, wie sich das noch entwickelt mit der Metallrückseite. Weil eine Zeit lang hatten die Apple Watches, insbesondere die Ultra, ja immer noch Keramikrückseiten, was einfach viel hautverträglicher ist. Also das ist schon sehr, sehr spannend. Aber das ist auch ein Nebenaspekt. Nun, wir haben über die teuren Armbänder jetzt nochmal lange geredet und etwas ist noch untergegangen, was ich nämlich auch noch zeigen wollte. Da habe ich im Sommer mal ein Video dazu gemacht, mein Budget-Tipp, wenn es um Mailänder-Armbänder für die Apple Watch Ultra geht, die nicht ganz so ausschauen, als hätten man sie 1:1 von Apple stibitzt. Da ist das hier mein Favorit, das ist von Lululuk. Man sieht sie auch, die Schließe ist schon ganz verkratzt, das trage ich sehr, sehr oft. Ich verlinke es auch unten am Video, falls ihr euch dafür interessiert, dann könnt ihr auch die Review von damals nochmal gucken. Ich finde, das ist der gute Budget-Kompromiss, wenn man halt nichts will, was 1:1 ausschaut, als hätte man es bei Apple stibitzt, das Design. Oh, da hat sich der Magnet hier verändert. So, schnell wieder auf. So. Jetzt geht's. Weil das sitzt nämlich auch perfekt da mit den Anschlüssen und allem. Dann wie ein Sommer. Das war eines meiner Lieblings-Sommerarmbänder damals. Habe ich auch noch gelacht, da habe ich gesagt, bloß jetzt keine Apple Watch Ultra kaufen, kommt ja dann eine neue im September. Ja, von wegen. So, das ist der Look hier. Ich finde, das passt auch sehr, sehr gut. Hat hier vorne den Vorteil, dass es auch viel, viel enger dreht, dass es da nicht so dieses Wulst-Dings gibt. Also wenn man auf der Suche nach einer Budget-Option ist, finde ich das wirklich eine gute Lösung. Und ja, das kann natürlich auch ausschlaufen. Also, schwupps.
Ja, das ist wirklich interessant mit diesem Geschlaufe hier. So. Aber ich montiere jetzt wieder mein Titanarmband. Das da hier. Machen wir es da noch ein bisschen. Ja, seht, jetzt muss ich wieder überlegen, wie man es einstellen muss, dass es enger wird. Ich glaube, jetzt habe ich es richtig. So, es ist nicht das einfachste Apple-Armband. Ich glaube, das können wir wirklich festhalten. Aber wenn man es mal einigermaßen gut eingestellt hat, ist es sehr, sehr bequem. Also das macht es wirklich für mich aus. Es trägt sich wirklich unglaublich bequem. Man vergisst immer mal wieder, dass man eine Uhr anhat. Sogar ich, der sich wirklich sehr, sehr Uhren gewohnt ist. Und jetzt habe ich es falsch eingestellt. Mal schauen, ob wir es doch nach oben schieben können. Ja, jetzt geht's besser. So. Ups. Fast zu eng. Das darf doch nicht sein. Ja, das ist gar gut, dass man das mal sieht im Video. So, jetzt ist besser. Der Trick ist auch ein bisschen, es zu verstellen, wenn es geöffnet ist. Wenn es geschlossen ist, es zu verschieben, ist viel, viel aufwendiger. Wenn man es öffnet und dann verschiebt, geht es auch besser. Das ist auch noch so eine Erkenntnis. So. Ja, hier noch das Zifferblatt und fertig. So. Ich glaube, jetzt haben wir wirklich langsam genug über die Mailänder Armbänder für die Apple Watch Ultra, die Apple Watch Series 10 gesprochen. Aber falls weitere Fragen kommen, ihr kennt mich. Ich bin sehr, sehr empfänglich für Fragen und Diskussionen und muntere Plaudereien rund um Mailänder Armbänder. Ich finde die wirklich sehr, sehr toll. Und das haben wir, doch, wir haben auch das haben wir ausprobiert. Jetzt habe ich mich gerade gefragt, warum ich das mitgebracht habe. Aber das haben wir ja an der 10er noch montiert. So, jetzt reicht's wirklich, bevor wir dann noch länger über Armbänder sprechen. Falls ihr noch eigene Beobachtungen habt, immer her damit in den Kommentaren. Wie gesagt, Fragen auch immer willkommen. Falls das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Falls ihr findet, Raphael hat langsam genug über Mailänder Armbänder gesprochen, Daumen nach unten. Falls ihr weitere Videos sehen wollt, wo wir über Mailänder Armbänder sprechen, nein, natürlich auch über andere Sachen, unbedingt Abo abschließen. Und dann sehen wir uns schon bald im nächsten Video. Und, oh ja, das wollte ich noch, habe ich vergessen wegzuräumen. Ist mir jetzt in letzter Sekunde aufgefallen. Das habe ich ja, dass dieser Mac Mini, den ich mal gebastelt habe mit diesem Geekom-PC, habe ich gebraucht, um da nochmal damit rumzuwinken, als wir über die Apple-Ankündigungen von nächster Woche gesprochen haben. Ja, also auch unbedingt Abo abschließen, falls ihr da dann nichts verpassen wollt. Aber jetzt gehe ich hier ein bisschen aufräumen, ist langsam überfällig. Also, tschüss.